Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im krisengeschüttelten Venezuela spitzt sich die Lage weiter zu. Bei Massenprotesten gegen Präsident Maduro sind gestern 3 Menschen getötet worden. Die Demonstranten machen den Staatschef für die anhaltende Versorgungskrise verantwortlich. An vielen Orten im Land sind die Supermarktregale leer. Die Inflation ist die höchste der Welt. Auch heute gehen die Menschen wieder auf die Straße. Tränengas gegen den Oppositionschef Enrique Capriles und seine Mitstreiter. Bilder mit der Handykamera gefilmt machen im Internet die Runde. Die Opposition kann fast nur noch auf diesem Weg kommunizieren. Noch immer werden Venezolaner brutal unterdrückt. Ich bitte Sie alle, helfen Sie uns, dass unsere Botschaft alle Venezolaner im ganzen Land erreicht. Auch der Aufruf zur Demonstration heute erfolgt über soziale Netzwerke. Seit Wochen gehen Zehntausende Venezolaner für Neuwahlen auf die Straße, denn das Land ist pleite, das Parlament faktisch entmachtet. Die Gewalt nimmt zu, auch gestern gab es Tote. Eine ausgewogene Berichterstattung dazu liefert das Staatsfernsehen nicht. Unabhängige Journalisten schützen sich mit Helmen. Dieses Video, das heute aufgetaucht ist, soll regierungstreue Milizen zeigen. Sie rufen: Gebt den Journalisten was? Die Kugel! Das Internet wird aber auch für Propaganda genutzt. So erhalten auch wir Videos, die aktuell sein sollen, es aber nicht sind. Hören von angeblichen Giftgaseinsätzen, es gibt jedoch keine Beweise. Da wir derzeit nicht in Venezuela einreisen dürfen, stellt sich die Frage, was ist echt, was nicht. Im Falle Venezuelas wird das immer schwieriger, weil einfach immer mehr Fake News im Umlauf sind in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen bei WhatsApp und bei Twitter. Ich habe wirklich den Eindruck, dass das eine Propagandaschlacht ist, die da gerade geschlagen wird. Also das Misstrauen wächst. In diesen Stunden sammelt sich die Opposition bereits für einen neuen Protestzug. Ein Parlament ohne Rechte und die Unterdrückung freier Berichterstattung sind der Nährboden für Falschmeldungen und Propaganda im Internet, die das Klima der Gewalt weiter anheizen. Weitere Hintergründe und Infos zu den Positionen der politischen Lager in Venezuela gibt es in der Tagesschau-App. Bundesaußenminister Gabriel hat bei seinem Besuch im Nordirak die Bedeutung des Antiterrorkampfs der Kurden hervorgehoben. Die Peschmerga verteidigten mit ihrem Kampf gegen den Islamischen Staat auch die Sicherheit Deutschlands, so Gabriel nach einem Gespräch mit Kurdenpräsident Barzani. Die von Deutschland ausgebildeten und mit Waffen unterstützten Peschmerga haben den IS aus weiten Teilen der Region zurückgedrängt. Im Flüchtlingslager Hasanscham, nur wenige Kilometer hinter der Frontlinie. Ein Projekt für Kinder mit deutschem Geld. 11.000 Menschen aus der umkämpften Stadt Mosul leben allein hier. Die Menschen hier sagen, wir kommen zurück, wenn die Schule da ist. Das ist ganz interessant, dass sie sagen, viele andere Dinge mögen schwierig bleiben. Wenn eine Schule für unsere Kinder da ist, kommen wir zurück und helfen mit, das Land aufzubauen. Eine Schneise der Zerstörung hat der IS hier in Bashika, 15 Kilometer vor Mosul, hinterlassen. 35.000 Einwohner, Jesiden und Christen, lebten hier. 400 sind zurückgekommen. Übergabe von schwerem Gerät für die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau. Am Morgen in der Kurdenhauptstadt Erbil. Termin mit dem Präsidenten Massoud Barzani. Er dankt dem deutschen Außenminister für Waffenlieferungen und Ausbildung der Peschmerga im Kampf gegen den IS. Die Verteidigung und der Kampf der Peschmerga gegen den Islamischen Staat verteidigt zugleich die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Zum Beispiel auch gegen Terrorattacken des IS in Deutschland. Mehr als 10.000 Peschmerga-Kämpfer hat die Bundeswehr bislang hier ausgebildet. Dazu Waffen wie Sturmgewehre, Panzerabwehrraketen und Panzerfäuste für den Kampf gegen den IS geliefert. Mehr allerdings, das hat Gabriel hier deutlich gemacht, werde es vorerst nicht geben. Deutschland konzentriere sich jetzt vor allem auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die politische Einheit des Landes. Die Aufklärung schwerster Kriegsverbrechen in Syrien droht an der fehlenden Finanzierung zu scheitern. Im Dezember hatte die UN-Generalversammlung beschlossen, einen Sonderermittler einzusetzen. Für die Aufgabe fehlen aber immer noch mehrere Millionen Dollar.
Im syrischen Bürgerkrieg werden immer wieder Menschenrechtsverletzungen begangen, vom gezielten Angriff auf Krankenhäuser bis hin zum Einsatz von Giftgas. Die Täter werden bislang nicht juristisch verfolgt. Dass Giftgas in Syrien eingesetzt wurde, zuletzt vor gut 2 Wochen, ist erwiesen. Doch wer für solche Kriegsverbrechen verantwortlich ist, darf von den Vereinten Nationen bisher nicht untersucht werden. Im UN-Sicherheitsrat blockiert Russland seit Jahren alle Ermittlungen zu Tätern und Befehlsgebern. Umso wichtiger war im vorigen Dezember die Initiative der Generalversammlung, einen Sonderermittler einzusetzen. Er soll wie ein Staatsanwalt schon jetzt alle verfügbaren Beweise und Zeugenaussagen für zukünftige Strafverfahren sichern. Doch trotz großer Mehrheit für die Entscheidung, noch immer fehlt es an der nötigen Finanzierung. Es ist beschämend für die Weltgemeinschaft, dass es an ein paar Millionen Euro oder Dollar scheitert, dass das passiert. Deswegen ist es an den Staaten, dieses Geld auf den Tisch zu legen und ihren Worten und der großen Empörung über diese Menschenrechtsverletzungen auch Taten folgen zu lassen. Von den benötigten 26 Millionen Dollar hat Deutschland gut 1 Million zugesagt. Etwa 4,5 Millionen Dollar fehlen noch im Etat. Und es ist gut, dass sich Deutschland engagiert, auch finanziell. Aber wenn es am Ende nicht reichen sollte, dann müssen wir auch bereit sein, notfalls noch mehr Geld auf den Tisch zu legen. Die Grünen sehen vor allem die Europäische Union in der Pflicht. Wenn Europa überhaupt noch eine Rolle spielen will, dann wäre das doch ein Bereich, wo wir sagen könnten, da kann Europa stark sein. Wir sind nicht die militärische Kraft im Nahen Osten, aber wir sorgen für Gerechtigkeit, für eine juristische Aufklärung. Und dafür stellen wir auch das notwendige Geld zur Verfügung. Schon jetzt sendet die Hängepartie um die Finanzierung des Sonderermittlers ein fatales Signal an die Kriegsparteien in Syrien, warnen Menschenrechtsorganisationen. Für sie steht die Glaubwürdigkeit der Weltgemeinschaft auf dem Spiel. Soll die juristische Aufklärung schwerster Kriegsverbrechen tatsächlich an wenigen Millionen Dollar scheitern? Der deutsche Exportüberschuss und die Frage, wie damit umgegangen werden soll, ist unter anderem Thema auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington. IWF-Direktorin Lagarde erneuerte ihre Kritik und forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. Bundesfinanzminister Schäuble erklärte, zusätzliche Ausgaben der Bundesregierung würden nicht die strukturellen Probleme anderer Länder lösen. Deutschland führt seit Jahren mehr aus, als es einführt. Deutschland ist Exportweltmeister. Kein Land führt mehr Güter und Dienstleistungen aus. Im Gegenzug kommt viel Geld ins Land. So macht die deutsche Chemieindustrie 60% des Umsatzes außerhalb Deutschlands. Die Maschinenbauer mehr als 70% und die deutschen Autobauer verkaufen fast 3 von 4 Autos ins Ausland. Schon lange exportiert Deutschland mehr, als es einführt. Und dieser Abstand wird immer größer. Das wird auch verstärkt durch einen günstigen Euro-Wechselkurs und vergleichsweise geringe Lohnerhöhungen in Deutschland. Der Überschuss aber ist ein Problem für andere Länder. Denn, so argumentieren sie, wenn sie all die deutschen Waren und Dienstleistungen kaufen, werde bei ihnen weniger produziert. Im übertragenen Sinn, Deutschland würde demnach auch Arbeitslosigkeit exportieren. Das sieht die deutsche Wirtschaft ganz anders. Der Erfolg sei hart erarbeitet. Deutsche Produkte seien vielfach besser und deshalb weltweit begehrt. Allerdings haben auch moderate Lohnabschlüsse die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Manche Wissenschaftler schlagen daher vor, die Löhne zu erhöhen, damit die Menschen in Deutschland mehr kaufen können, auch Produkte aus dem Ausland. Und der Staat sollte aus ihrer Sicht mehr in die Infrastruktur investieren. Seit langem kritisiert IWF-Chefin Lagarde den deutschen Handelsüberschuss. Deutschland exportiert zu viel und importiert zu wenig. Bei der Jahrestagung heute in Washington klingt Lagarde milder. In einer alternden Gesellschaft wird eben weniger konsumiert und also auch importiert. Ein Teil von diesem Überschuss ist gerechtfertigt, wenn man die Überalterung der deutschen Bevölkerung berücksichtigt. Aber nicht alles ist gerechtfertigt. Deutschland müsse mehr im eigenen Land ausgeben. Immerhin hob Lagarde gestiegene Investitionen in Kitas und Flüchtlingsbetreuung positiv hervor. Finanzminister Schäuble, ebenfalls in Washington zur IWF-Tagung, hält die Forderung nach höheren Ausgaben für nicht so leicht umsetzbar. Sie nehmen davon nicht zur Kenntnis, dass wir in der Tat im Bundeshaushalt die Investitionen um über 35% in den letzten Jahren gesteigert haben. Unser Problem ist, dass die Mittel für Investitionen nicht schnell genug abfließen. Sprich, das Geld steht bereit, wird aber nicht schnell genug ausgegeben, wegen langwieriger Genehmigungsverfahren, etwa beim Berliner Flughafen.
Grund für die deutschen Exporterfolge sei auch der schwache Euro, für den die Europäische Zentralbank verantwortlich sei. Die EZB muss eine Geldpolitik machen, die sich nicht nur auf die Stärke der deutschen Wirtschaft bezieht, sondern auf alle Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion. Daran kann Deutschland allein nichts ändern, so Schäuble, was man in Washington wohl nicht so gern hört. Der Internetkonzern Facebook will Technologien weiterentwickeln, um aus Gedanken direkt einen Text im Computer zu erzeugen. Auf einer Entwicklerkonferenz des Unternehmens hieß es, das Projekt ziele vor allem auf praktische Anwendungen für die Nutzer, wie das schnelle Verfassen von Textnachrichten, ohne ein Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Auf keinen Fall wolle man wahllos die Gedanken von Menschen lesen. Gedanken lesen zu können, dieser Wunsch ist überhaupt nicht neu. Auf seiner hauseigenen Entwicklerkonferenz hat Facebook vorgestellt, dass das Unternehmen in Zukunft daran arbeiten möchte, seinen Kunden direkt ins Gehirn zu schauen. Man wolle mit 60 Mitarbeitern eine Methode entwickeln, Menschen aus dem Gehirn heraus tippen zu lassen. Das ist genau die Art direkter Mensch-Computer-Schnittstelle, die für die erweiterte Realität gebraucht wird. Geforscht wird in dieser Richtung weltweit schon von anderen Firmen und in vielen Laboren. Facebook verweist etwa auf die Universität Stanford, die es einer gelähmten Frau ermöglicht, zu tippen. Dafür wurde ihr eine Elektrode ins Gehirn implantiert. Facebook hingegen möchte die Gedanken mit einem optischen Sensor von außen erfassen. Die Technik von Facebook wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne, wie die funktioniert. Die aktuellen Systeme, die es gibt, basieren auf implantierten Elektroden, also wo die Schädeldecke geöffnet wird und Elektrodengitter auf das nackte Gehirn gelegt werden, dann wird es wieder geschlossen. Und dann wird Sprache erkannt und die Techniken dahinter sind viel wie in der akustischen Spracherkennung, also wie bei Siri und Co. Das heißt, ich benutze einmal die Gehirnströme und dann benutze ich so ein Wörterbuch. Doch bislang hat Facebook in Sachen Gedankenlesen nichts Konkretes vorzuweisen. Ist die Ankündigung des Unternehmens also ein Hirngespinst oder wirklich realistisch? Es gibt viele Menschen, die zum Beispiel Prothesen haben, die bereits diese Technik nutzen, um zum Beispiel einen Arm, einen künstlichen Arm zu bewegen oder eine Hand zu schließen. Wenn man das weiterdenkt, ist das prinzipiell möglich. Anscheinend möchte Facebook-Chef Mark Zuckerberg das Spektrum seines bislang auf soziale Netzwerke spezialisierten Unternehmens erweitern. Kritiker verweisen bereits auf die Datensicherheit. Viele Journalisten in Europa müssen wegen ihrer Arbeit mit Übergriffen rechnen. Das geht aus einer Studie des Europarats hervor. Etwa 2/3 der knapp 950 befragten Journalisten berichten danach von Einschüchterungen, Drohungen oder Cybermobbing. Etwa 1/3 erlebte körperliche Gewalt. Der Europarat hat 47 Mitgliedstaaten, darunter die Türkei und die Länder im Südkaukasus. Vor allem dort gab es Übergriffe. In der Türkei gab es den Angaben zufolge die meisten Drohungen. 2,5 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der Studentin Tuce ist der Täter nach Serbien abgeschoben worden. Der hessische Verwaltungsgerichtshof hatte zuletzt die Auffassung bestätigt, dass von ihm weiter eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehe. Tuce war in Offenbach niedergeschlagen worden und verstarb an ihren Kopfverletzungen. Der Täter wurde zu 3 Jahren Jugendstrafe verurteilt. In Deutschland bangen Obstbauern und Winzer derzeit um die Ernte. In der vergangenen Nacht sackten die Temperaturen örtlich deutlich unter den Gefrierpunkt. Viele Bauern versuchten, die durch den warmen März bereits ausgetriebenen Knospen vor Frost zu schützen, unter anderem mit Feuern. Das genaue Ausmaß an Schäden wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. April. Der Süden hat es morgen noch einmal mit hohem Luftdruck zu tun, der Norden und später die Mitte mit den Wolken eines Tiefs. In der Nacht ziehen die Wolken im Norden südwärts. Sie bringen stellenweise Regen oder Nieselregen. Auch am Tag ist der Himmel im Norden wolkenverhangen. In der Mitte wird es nach einem freundlichen Start in den Tag immer wolkiger. Es fällt aber nur selten Regen, im Süden dagegen viel Sonnenschein. In der Nacht 7 Grad auf Sylt, an den Alpen bis zu minus 12 Grad. Am Tag 7 Grad im Erzgebirge und bis 16 Grad am Oberrhein. Am Samstag regnet es in der Südhälfte gebietsweise, sonst Sonne, Quellwolken, Regen und Graupelschauer, im Berglein Schneeschauer. Am Sonntag ist es im Südwesten freundlich, sonst wechselhaft. Am Montag ist es vielerorts recht freundlich. Im Norden dagegen viele Wolken, die Regen bringen. Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Made in Germany, wie Deutschland auf die Kritik am Handelsüberschuss reagiert und Kampf gegen den Frost.
Obstbauern versuchen, ihre Ernte zu retten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.